Mein Name ist Konrad Eilers. Ich bin seit über 30 Jahren Jäger und ehrenamtlich für die Jägerschaft Lingen als Kitzretter unterwegs. Kitzretter bedeutet sehr wenig Schlaf, 6 Wochen lang sehr, sehr schöne Erlebnisse haben, wenn man morgens um 3 Uhr vor der Maat die Flächen absuchen kann und die kleinen Kitze aus den Flächen rauszuholen. Natürlich retten wir nicht nur Kitze, wir nehmen auch Fasanengelege mit, falls wir die finden. Dann werden die Eier ausgebrütet und Junghasen versuchen wir zu versetzen. Kornweihen werden markiert und alles, was sonst noch kreucht und fleucht, versuchen wir aus den Flächen rauszukriegen. Die Fasanen brauchen für ein Ei 23 Stunden, 23 bis 24 Stunden. In den Gelegen sind 12 bis 14 Eier, da kann man ungefähr rechnen, sie brauchen 14 Tage, bis die gelegt haben. Sie fangen auch so Anfang Mai an. Und wenn die dann ihre Anzahl Eier erreicht haben, sitzen die auf den Nestern. Und dann haben die auch keine Flucht mehr, die bleiben wirklich sitzen. Und da besteht die Gefahr bei der Maat, wenn das Nest zermäht wird oder wo nur ein paar Eier drin sind, legt die Henne wieder neu. Also die Kitzrettung beginnt für uns in den letzten Aprilwochen. Ackergras und Grünroggen wird sehr früh gemäht. Da versuchen wir dann auch das erste Mal, wenn schon sehr früh gesetzte Kitze sind, die rauszubekommen. Und dann geht es in die Wiesenmaat über und dann wird natürlich der erste Schnitt von der Wiese runtergeholt. Und deswegen zieht sich das in der Saison. Die Kitze haben in den ersten Tagen einen Duckinstinkt, der ist angeboren, sodass sie von den Müttern, von den Rehkitzen, von den Rehen werden sie abgesetzt und werden am Tag nur ein paar Mal gesäugt. Und wenn jetzt ein Mäher halt kommt, versuchen sie ihr Heil in der Deckung und nicht in der Flucht. Und das endet bei der Maat leider oftmals mit dem Tod. Ja, das sind jetzt Erfahrungswerte von uns. So im Gras, die Rehe haben ja halt ihre Hauptwege, die sie gerne immer ziehen, vor allen Dingen die Ricken. Und ich achte schon drauf, ob ich Laufwege erkenne, ob die Ricken in der Fläche drinstehen, an der Fläche stehen. Aber die Technik gibt das her, dass wir wirklich die Drohne fliegen lassen können und uns wirklich auf die Hotspots konzentrieren können, die da in der Fläche drin sind, und wir laufen die an. Wenn wir Kitze aus den Flächen rausholen, wir packen die in Wäschekörbe, belassen die an der Seite der Fläche, natürlich im Schatten, im Schutz, warten die Maat ab, und wenn die Maat erledigt ist, lassen wir die Kitze wieder frei und die Ricken holen die wieder ab, und das hat bei uns zu 100% geklappt. Ich bin jetzt in Anführungsstrichen nur für die Jägerschaft Lingen unterwegs. Es läuft folgendermaßen ab: Die Jäger setzen sich mit den Landwirten auseinander, wann wohl gemäht werden könnte, oder die Landwirte treten direkt an die Jäger heran: Hör zu, ich will in einer Woche mähen. Das wäre natürlich der günstigste Fall. Dann werde ich kontaktiert. Wir versuchen dann einen möglichst günstigen Termin zu finden und wir suchen dann morgens ab 3 Uhr die Flächen ab, bevor die gemäht werden. Drohne haben wir seit letztes Jahr im Einsatz. Es wird die Kitzrettung seit circa 4 Jahren mit der Drohne gemacht, ganz aktiv seit letztem und diesem Jahr. Es gibt immer mehr Teams, die sich zusammenfinden, die Kitzrettung machen. Wenn die Ricke sich so verhält, dass sie keinen Fluchtinstinkt hat, dass sie da bleiben will, dann kann man davon ausgehen, dass sie da einen Kitz gesetzt hat. Man sieht es an den Betten. Das Bett ist wirklich platt gelegen, ist oval. Und wenn man viele Betten da in der Umgebung hat, sollte man die Augen offen halten, weil die Ricke ist ziemlich ortstreu. Wenn die Ricke am Ackerrand stehen bleibt, sollte schon mal ein Augenmerk darauf gerichtet werden, langsamer fahren. Ich kann die Fahrer voll verstehen, dass die auch Angst haben, sowas zu überfahren. Und deswegen halt Augen auf, und wo das ist, etwas langsamer fahren. Und das ist natürlich schwer, weil die Maatsaison ist halt eine Druckzeit. Alle wollen gleichzeitig, das Telefon klingelt schon wieder beim Mähen. Und trotzdem darf dann der Tierschutz nicht aus den Augen verloren werden. Ja, das fängt damit an, Vergrämungsmaßnahmen. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, Fahnen oder Lichter vor der Maat aufzustellen. Sie sprechen mit den Jägern, dass die mit ihren Hunden das Wild vergrämen, dass die vor der Maat mit den Hunden die Fläche absuchen. So wurde es ja vor der Drohnentechnik immer gemacht.
Sie haben die Möglichkeit, Pieper mit einzusetzen an dem Mähfahrzeug. Sie haben die Möglichkeit, den Pieper auch schon vorher in die Fläche reinzusetzen, um möglichst viel Unruhe reinzubringen und die Ricke dazu zu bewegen, ihr Kitz aus der Fläche herauszuholen. Man sieht es an der Fläche, ob viel Rehwild drinsteckt. Und ganz wichtig, von innen nach außen mähen, was fürs Rehwild auch wichtig ist. Weil wenn man von außen nach innen mäht, ist es so ungefähr, als wenn man es mit dem Netz einkreist. Also deswegen auch dem Wild eine Möglichkeit geben zu flüchten. Natürlich muss der Lohnunternehmer oder der Landwirt erst einmal das Vorgewände mähen, weil er muss ja irgendwo auch drehen können. Das heißt, eine gewisse Breite muss er drumherum erstmal wegmähen. Aber dann wirklich auch in der Mitte ansetzen und von der Mitte nach außen mähen. Zusätzliche Signalgeber, die Pieper. Auch von der Firma Krone. Das ist immer ganz wichtig. Man kann nicht zu viel machen. Das ist das Allerwichtigste.